Einen wunderschönen Sonntagabend und willkommen zur 242. Folge der Honigwabe. Und damit auch willkommen an meinen fabelhaften Co-Host Kasper. Jo, hallo Schlomo, hallo liebe Zuschauer. Kommen wir zu einem etwas größeren Themenkomplex. Es kommt ja bald die EM, die auch Heim-EM, unter anderem in Deutschland wird sie stattfinden. Und die deutsche Nationalmannschaft ist ja seit einigen Jahren eigentlich nur noch für sportliches Versagen und peinliche Virtue-Signals aufgefallen. Wir sehen hier unsere liebe Innenministerin Nancy Faeser mit der One-Love-Binde, der quasi Regenbogen-Leitbinde, mit der man in Katar 22 bei der WM ein Zeichen setzen wollte. Danach, also nachdem das Ganze verboten wurde, als politisches Zeichen, was es selbstverständlich ist, ne? Was ist sonst der Punkt davon, dass sich da die Faeser ablichten lässt mit dem Ding und irgendwelche Journos von den Öffentlich-Rechtlichen? Natürlich ist das ein politisches Zeichen. Hat man dann sich entschieden für die Mundzugeste, um zu zeigen, wir werden hier zensiert, aber wir halten trotzdem nicht den Mund oder wir halten ihn, aber machen damit ein starkes Zeichen? Ja, oder hat man sich dafür entschieden, ne? Ich habe hier nochmal markiert, welche der Spieler diese Geste überhaupt machen wollten und welche einfach mitgezerrt wurden dann von den Aufgestellten alleine Neuer und im gesamten Kader nur zwei Spieler, auch noch Goretzka, dessen PR-Berater offenbar treibende Kraft hinter der ganzen Sache war. Aber dazu kommen wir nachher nochmal, denn das wird auch aktuell nochmal interessant. Jedenfalls wurde jetzt das Gasttrikot, das Auswärtstrikot für die kommende EM vorgestellt und man hat sich dort für einen pink-lilanen Farbverlauf entschieden. Sieht ein wenig homo aus. Wir werden nachher noch kommen zu der Unwoked-Werbung. Tja, und es fällt vor allem aus dem Rahmen des traditionell üblichen bei solchen Trikots. Ich habe hier mal von der WM 2014 und von der WM 2018 die Trikots und das war über Jahrzehnte üblich. Entweder die Auswärtstrikots sind schwarz-rot oder sie sind grün, was es auch schon vor Jahrzehnten gab. Was es nicht gab, ist halt pink. Das ist vollkommen neu. Und deswegen haben diverse Leute zu Recht, meiner Meinung nach, da eine politische Schlagseite reininterpretiert. Woraufhin natürlich gigantische Gaslighting-Kampagnen gestartet wurden. Nach dem Motto, es gab schon immer pinke Trikots. Hier guckt dir Tim Wiese an als Torwart von Werder Bremen. Der hatte auch ein pinkes Trikot. Rechte müssen immer alles politisieren. Ne? Wir sehen Gespenster, wir sind einfach schizophren. Wir sehen überall politische Botschaften, wo überhaupt keine sind. Und ja, auch wenn, sagen wir es mal so, das schon ein besonders schwules pinkes Trikot ist und das Nationalmannschaftstrikot jetzt nicht gleichzusetzen ist mit dem Torwarttrikot von Werder Bremen irgendwann in den 2000ern, sondern halt es da traditionell gewachsene Farben gibt, denke ich, das Trikot selber ist hier eher ein Köder. Das soll nicht heißen, dass es keine politische Botschaft ist, das ist es, aber es ist der Teil der politischen Botschaft, von der sie wollen, dass man daran anbeißt und dass man sich darüber aufregt, denn das können sie besser verteidigen, da können sie besser den Gegner als irre hinstellen. Denn die wirklich harten Botschaften, die hat der DFB in seinen EM-Promo-Videos untergebracht, so wie zum Beispiel diesem hier. Wie findest du das neue Trikot? Typisch deutsch halt. Was ein typisch deutsch? Was typisch deutsch ist, wenn man zwei Mannschaften im Turnier hat. Döner! Aber bitte ohne Schaf. Typical, Mann. Tja, was ist überhaupt typisch deutsch? Eigentlich nichts. Eigentlich ist Deutsch überhaupt nichts, außer in Deutschland so undeutsch zu sein, wie es irgend geht. Und der muslimische Kapitän der Nationalmannschaft, der sich in der Freizeit gerne mit Erdogan trifft, nennt uns alle Almans. Das, kurz zusammengefasst, war dieser Clip. Wir haben es hier meiner Meinung nach zu tun mit einer Form der Mott-and-Bailey-Strategie, wie es im Englischen heißt, auf Deutsch etwa Burg- und Vorhof-Strategie. Das funktioniert so, dass du eine Burg hast, eine unangreifbare Position. Das wäre in diesem Fall dieses pinke Trikot, wo du Leute, die sich darüber aufregen, die das Ganze Politisierung nennen, besser angreifen kannst. Und du hast eine offensive Position, die deutlich leichter anzugreifen ist, die sich deutlich weiter hervorwagt. Das wäre dann dieses Video, hey ihr scheiß Almans, euch mit eurer Vorstellung davon, was deutsch ist. Alles ist deutsch, außer ihr. Und jetzt haltet die F***e. Ne? Das wäre die offensive Position, die Vorhofposition. Das kommt halt vom Mittelalter. Der König hält sich auf im Vorhof, also geht in seinen Hof zu Friedenszeiten und geht in seine Burg zurück, wo er geschützt ist, zu Kriegszeiten. Also wenn man angegriffen ist. In anderen Worten, wenn das politische Messaging der DFB-Elf, des DFBs eher gesagt, angegriffen wird, zieht man sich zurück auf das Trikot, sagt, oh, ihr seid getriggert von der Farbe Pink, ihr Schneeflöckchen. Und wenn man machen kann, was man will, dann bringt man halt solche politischen Videos raus, die die wirkliche Botschaft vermitteln. Ne?
Sie wollen, denke ich auch, dass dieses Trikot im Vordergrund steht und dass am Ende da steht, alle haben sich aufgeregt über das pinke Trikot, was für ewiggestrige Idioten. Das Trikot selber wurde übrigens auch noch in einem weiteren Video, das, denke ich mal, schon vorproduziert wurde und in dem man den Shitstorm schon antizipierte, mit genau diesem politischen Messaging verknüpft. Hier ist es. Das ist kein Trikot für Legenden. Ich frag mal eine. Rudi? Also ich finde schon. Ist das ein Frauentrikot? Ich weiß nicht. Sieht für mich noch nicht nach 8 AM. Sieht denn aus? Das ist doch kein Deutschland-Trikot. Doch, ist es. Ja, was haben wir hier gesehen? Guck Frauenfußball, du Sexist. Die sind total geil, denn die deutsche Nationalmannschaft dort gewinnt öfter als die Männernationalmannschaft gegen andere Frauen. Aber naja, die gewinnen öfter. Und euch, uns kratzt es nicht, was ihr denkt. Ne? Doch ist es. Und dann stehen sie da. Vor allem Goretzka. Ne? Goretzka hier mit seinen dicken Muskeln hat sich da extra nochmal aufgebaut und zeigt, was für ein krasser F*** er ist. Ja, er steht für dieses Trikot. Das ist jetzt deutsch. Interessant, dass er auch im anderen Video, so wie auch Neuer, der andere, der bei der Mundzugeste damals mit dafür verantwortlich war, dass sie kam und einer von den beiden mit Goretzka war, die das überhaupt wollten, prominent gefeatured wurde. Ne? Er war da derjenige, der dann den Fan in den Fernseher reinwinkt, wo er dann den Bundestrainer spielen kann und so. Also der scheint da richtig Bock drauf gehabt zu haben und vielleicht sogar etwas mehr als das. Ne? Wer weiß, ich will nochmal daran erinnern, der PR-Berater von ihm, der SPD-nah ist, der hat glaube ich auch mal irgendeinen Spot, ich glaube den Wahlspot von Scholz oder so, irgendeinen SPD-Spot gemacht. Ich meine, dass der im Wahlkampfteam irgendwie da eine leitende Position inne hatte. Also nicht nur den Spot, der hat da richtig mitgemeldet. Genau. Der war damals, wie danach herauskam, bei der WM 2022 auch federführend dafür verantwortlich, hat ordentlich Druck gemacht im Hintergrund, dass diese Mundzugeste kam, auf die keiner in der Mannschaft Bock hatte. Es wäre keine große Überraschung für mich, wenn er ebenfalls hier federführend wäre hinter dieser Videokampagne und die Spieler hätten wieder eigentlich alle keinen Bock darauf. Also was mag das mit der Moral machen? Und gleichzeitig haben sie die Mannschaft aufgeladen mit einer ja, politischen Bedeutung, die fernab von dem ist, was der Großteil der Deutschen unterschreiben würde. Mit einer politischen Bedeutung, die sogar ein Großteil der Fußballfans als schwachsinnig, ja, wenn nicht gar ekelhaft empfindet. Insofern, ich denke, wir steuern wieder zu auf eine WM wie die letzte oder die EM davor, bei der deutschen Mannschaft eigentlich von ihren eigenen Fans nichts Gutes gewünscht wird und sie keinen Rückhalt spürt und das Ganze dann im Desaster endet. Auch besonders würzig, wir sind in einer Gruppe gelandet mit den Ungarn, also quasi einem politischen Gegner von unserem Establishment. Es wäre zuckersüß, wahrscheinlich nicht realistisch, weil die haben rotes Trikot, aber es wäre zuckersüß, wenn sie in diesen schönen Trikots antreten würden gegen Ungarn und dann da auf die Fresse fliegen, vielleicht sogar schon rausfliegen. Also ich drücke unironisch den Ungarn die Daumen. Tja, ich habe ihn ja noch lange verteidigt, ne? Wir haben ihn beide lange verteidigt, aber ich denke, jetzt ist das mal vorbei, denn Trump hat wirklich eine rote Linie überschritten. Trump hat gesagt, es wird ein Blutbad geben, wenn er verliert bei der kommenden Wahl im November. Er hat in anderen Worten seine Anhänger direkt dazu aufgerufen, einen Bürgerkrieg zu starten, einfach Leute umzubringen, Andersdenkende umzubringen, auf die Behörden loszugehen, die Polizei loszugehen, Politiker zu töten. Einsperren, den Mann. So auf jeden Fall NBC News, CBS News, Rolling Stone, die titeln alle. Trump says, there will be a bloodbath if he loses the election. Das ZDF hat, so wie viele andere deutsche Medien, das Framing auch übernommen. Ex-Präsident droht mit Blutbad. Trump lässt im US-Wahlkampf die Säbel rasseln. Und hier haben wir noch einen kleinen Überblick. Tagesschau, Trump irritiert mit Blutbad-Äußerungen bei Wahlkampfauftritt. Etwas vorsichtiger schon, ne? NTV, Demokraten sehen Gewaltaufruf. Das ist auch eine Abschiebung der Verantwortung, die ich häufig gesehen habe in den Medien. Demokraten, die Demokraten sagen, das war ein Gewaltaufruf. Trump löst mit Blutbad-Äußerungen Irritationen aus. FAZ, ehemals eine konservative Zeitung. Trump warnt vor Blutbad bei Wahlniederlage. Spiegel, US-Wahl 2024, Donald Trump irritiert mit Blutbad-Bemerkung. Donald Trump droht mit Blutbad, wenn er die Wahl nicht gewinnt. Bild. Bild eigentlich am schlimmsten von allem. Ich weiß nicht, ob er bei der Bild jetzt komplett verkackt hat, weil er nicht auf Ukraine muss immer mehr Waffen bekommen Kurs ist oder warum, aber die Bild war fast die ja, irreführendste Zeitung, was das angeht. Der Clip, um den es geht, die Aussage ist nämlich im vollen Kontext diese. Mexico has taken over a period of 30 years 34% of the automobile manufacturing business in our country. Think of it. Went to Mexico. China now is building a couple of massive plants where they're going to build the cars in Mexico and they think that they're going to sell those cars into the United States with no tax at the border. Let me tell you something to China. If you're listening, President Xi, and you and I are friends, but he understands the way I deal, those big monster car manufacturing plants that you're building in Mexico right now
And you think you're going to get that, you're going to not hire Americans, and you're going to sell the cars to us. Now, we're going to put a 100% tariff on every single car that comes across the line, and you're not going to be able to sell those cars. If I get elected, now, if I don't get elected, it's going to be a bloodbath for the whole... That's going to be the least of it. It's going to be a bloodbath for the country. That'll be the least of it. Für jene, die sich schwer tun mit der englischen Sprache, er hat gerade ungefähr eine Minute lang geredet darüber, wie die Chinesen den amerikanischen Markt überschwemmen mit chinesischen Autos und wie das den amerikanischen Autofirmen schadet. Hat dann angekündigt, wenn er Präsident wird, dann wird er Handelszölle auf China erheben, die ihnen das verunmöglichen und der amerikanischen Autoindustrie wieder auf die Beine helfen. Und wenn das nicht geschehe, dann gäbe es ein Blutbad. In anderen Worten, ein Blutbad in der Autoindustrie. Die Autoindustrie wird ab. Und das ist vollkommen man klar. Man könnte auch sagen, so habe ich das damals in der Schule gelernt, eine Metapher. Ich habe das da mal rausgesucht. Sprachlicher Ausdruck, bei dem ein Wort, eine Wortgruppe, aus seinem Bedeutungszusammenhang in einen anderen übertragen, als Bild verwendet wird. Ja, so wie, keine Ahnung, Boris' Debatte gegen den radikalen Demokraten war ein Blutbad. Ne? Denkt da irgendwer, Boris hat sich eine Kettensäge genommen und ISIS-Style den radikalen Demokraten abgeschlachtet? Nein, die Debatte war einfach nur eine hart geführte Debatte, die sehr zu Ungunsten vom radikalen Demokraten ausging. Das hat sogar CNN geblickt von allen Medien. Das hat mich komplett verwundert. CNN titelt Trump warns of bloodbath for auto industry. End Country, schreiben sie ja noch, also wollen es so ein bisschen ambivalent halten, aber zumindest vor Autoindustrie, was noch viel war für amerikanische Mainstream-Medien. Tja, besser als unsere Medien. Die Bild, wir haben gerade ihre Überschrift gehört, wenn Trump nicht gewinnt, dann wird es ein Blutbad geben, hat er gesagt. Die kommen dann nach einer groben Schilderung von dem, was er davor gesagt hat über die chinesischen Taktiken auf dem amerikanischen Automarkt mit, im Kontext der Autoindustrie erscheint dieser Kommentar wirr. Was zum Teufel? Ich habe hier mal ein paar Beispiele für ähnliche wirre Kommentare. Der Business Insider etwa, also so Mainstream wie es wird. The market bloodbath is likely to continue with investors set to lose tens of trillions, bla 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 bla. Oder wenn ihr mal was Deutsches haben wollt, Handelsblatt. Stellantis-Chef so und so warnt vor einem Blutbad in der Autobranche. Also exakt das, was Trump gemacht hat. Komisch, irgendwie hat dem da keiner vorgeworfen, dass er vorhat, mit einer Kettensäge da durch die Betriebswerke zu gehen oder so und die Automobilangestellten umzubringen. Die Tagesschau hat es dann wie folgt gemacht. Sie haben den Kontext weggelassen und dann gesagt, was er mit der Bemerkung genau meinte, blieb unklar, da er in seiner Rede gerade über Risiken für die US-Autoindustrie gesprochen hatte. Also unklar, denn unklar. Ja, das passte da halt irgendwie nicht so richtig rein. Bei den österreichischen Öffis, beim ORF, hat man den Kontext komplett weggelassen und es mit einem anderen Zitat in Verbindung gebracht, das an einem komplett anderen Punkt in der Rede kam. Wenn wir diese Wahl nicht gewinnen, glaube ich, dass es in diesem Land nicht noch eine Wahl geben wird, sagte er gestern. Wenn ich nicht gewählt werde, wird es ein Blutbad für das ganze Land geben. Das ist der Absatz. Das ist der Absatz. Komplett rausgerissen und noch in Verbindung mit einem anderen Zitat über die Bedeutung der Wahl gestellt, sodass es, also das ist einfach nur, das ist straight up Relotius-Shit. Ne? Das ist einfach nur, wir wollen den Leuten Lügen verkaufen. Ja, ich meine, offensichtlich. Tja, bei T-Online kam man dann damit, also da hat man den Kontext ganz grob genannt und hat dann davon gesprochen, dass die beiden Leute, das Biden-Team, das Ganze aber mit Humor nimmt. Wollt ihr mal den Humor hören? Sie formulieren wie folgt. Dieser, also US-Präsident Biden, kontert bei einer Veranstaltung in Washington mit Humor. Er will einen weiteren 6. Januar, aber das amerikanische Volk wird ihm diesen November eine weitere Wahlniederlage bescheren, weil es seinen Extremismus, seine Neigung zur Gewalt und seinen Durst nach Rache weiterhin ablehnt. Ja, ich kringel mich auf den Boden. Was für ein Humor. Wahnsinn, Alter. Tja, und ich habe noch ein kleines Update, und zwar hat die Süddeutsche sich jetzt eingemischt, und zwar in vollkommen geisteskranker Art und Weise. Süddeutsche Zeitung, Ex-Präsident Trump droht mit einem Blutbad, sollte er nicht gewählt werden. Das sollte Republikaner mit einem Restanstand wachrütteln. Ein Kommentar von Peter Burkhardt. Dieser Kommentar ist leider hinter einer Paywall, also wir können den leider nicht durchgehen, aber ja, die ersten Zeilen sagen eigentlich schon alles. Also die gehen da volle Kanne rein, ne? Die fahren die Scheiße jetzt. Die sagen jetzt, der hat im Endeffekt einen Bürgerkrieg angedroht, weil er das, was mit der Automobilindustrie passieren würde, wenn er sie nicht vor China beschützt, ein Blutbad nannte. Absolut irre. Alles klar, das war's. Den nächsten unvergesslichen Abend werden wir erleben. Nächste Woche Sonntag, wie immer, live um 18 Uhr hier auf diesem Kanal oder auf Getter. Bis dann, haut rein und macht's gut.